الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, wir befinden uns in einem wunderbaren Monat. Ein Monat, der gesegnet ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Monat gesegnet. Und er gibt in diesem Monat speziell, wie auch in allen anderen Monaten, aber in diesem Monat speziell, den Menschen, die gottesfürchtig sein wollen, die Chance, bei Allah subhanahu wa ta'ala zu bereuen, und zu ihm zurückzukehren. Und wallahi, dieses ist eine große Gnade, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die Türen zu der Reue offen gelassen hat. Allah hat sie nicht für bestimmte Menschen offen gelassen. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie nicht für bestimmte Völker offen gelassen. Ob sie blond sind, ob sie dunkelhaarig sind. Derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchten will, er kriegt diese Tür aufgemacht und er darf durch diese Tür gehen. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Sprich, o meine Diener, die ihr alle so viele schlimme Sünden gemacht habt. Ihr habt Alkohol getrunken. Ihr habt Zina gemacht mit Frauen. Ihr habt Dinge gemacht, die Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Kitab, in seinem Koran verboten hat. Und die der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam verboten hat. Aber Allah ist bereit,
uns zu vergeben. Allahu Akbar, das ist unser Herr, liebe Brüder und Schwestern. Warum? Weil er barmherzig ist. Er liebt die Menschen, aber es sollen Menschen sein, die ihn fürchten. Es sollen Menschen sein, die die Gebote von Allah subhanahu wa ta'ala annehmen wollen. Allah hat uns nicht einfach umsonst erschaffen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Menschen und die Jinn nur darum erschaffen, dass sie mir dienen. Allah hat uns aus keinem anderen Zweck erschaffen. Denn wenn das hier das Paradies wäre, dann würdest du hier kein Kummer sehen, kein Leid sehen, keine Kriege sehen und nicht die Ungerechtigkeiten, die wir in aller Welt erfahren, besonders die Muslime. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen beistehen und möge Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen den Sieg geben und die Feinde Allahs erniedrigen. Das ist unser Glaube, liebe Brüder und Schwestern. Wenn wir nicht diesen Glauben haben, wie können wir leben? Wie können wir leben ohne den Islam? Wie kann ein Mensch lachen, wenn er nicht weiß, dass er Muslim ist? Wie kann ein Mensch hoffen, dass er ins Paradies kommt, wenn er kein Muslim ist? Nein, Wallah, nur mit dieser Religion wirst du es schaffen, durch die Tore des Paradieses einzugehen. Inna dina inda Allahi Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Nicht die Christen, nicht die Juden, nicht die Atheisten und nicht die Buddhisten. Einzig und alleine der Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقُبَلَ مِنْ وَهُوَ في الآخرة من الخاسرين. Und wer eine andere Religion wählt, möchtest du eine andere Religion als den Islam? Wer eine andere Religion wählt, höre zu, was du bekommst, wenn du eine andere Religion wählst. Wer eine andere Religion wählt, nimmer wird sie von ihm angenommen werden. Allah nimmt diese Religion nicht von dir an. Und am Tage der Auferstehung, am Tage, wo die Leute belohnt und bestraft werden, wird er zu den Verlierern gehören. Allahu Akbar. Ja. Es gibt Verlierer, ja. Allah hat die Hölle und das Paradies erschaffen. Allah hat nicht nur das Paradies erschaffen für die Gottesfürchtigen. Er hat für die Höllenbewohner die Hölle erschaffen. Warum? Weil sie nicht auf ihn hören wollten. Sie wollten ihn nicht fürchten. Sie wollten den Gesandten nicht folgen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Hölle bereitet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Hölle bewahren. Ich möchte heute mit euch über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Über den Koran. Und das ist ein Thema, das auch jetzt in diesem Monat sehr, sehr passend ist, liebe Brüder und Schwestern. Der Koran ist das gewaltigste Buch. Es gibt kein Buch, das die Gewaltigkeit vom Koran besitzt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns seine Worte gelassen, die in diesem Koran verewigt sind. Und das bis zum Tage der Stunde, wo die Stunde einkehren wird und alles auf dieser Welt zerstören wird. Alles auf dieser Welt wird zerstört werden. So lange wird es diesen Koran geben. Es ist das gewaltigste Buch. Es ist das Buch, weswegen die Kuffar, die Ungläubigen, die Glaubensverweigerer uns Muslime bekämpfen. Weil sie wissen, dass das Buch die Wahrheit ist. Wallahi, dieses Buch ist ein Buch wie kein anderes. Niemand hat sich erlaubt, dieses Buch sich selbst zuzuschreiben, dass er das geschrieben hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Dieses ist ein Buch. Dieses ist das Buch, woran es keinen Zweifel gibt. Hast du einen Zweifel an diesem Buch? Subhanallah. Das ist das Buch von Allah subhanahu wa ta'ala. Kein Zweifel ist da dran. Wenn wir über den Koran reden, dann müssen wir wissen, huwa kalamullah ta'ala. Das sind die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. المنزل على قلب محمد. Diese Worte von Allah subhanahu wa ta'ala wurden auf das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam durch den Engel Jibril herabgesandt. Das ist die großartige Botschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala an alle Nationen gegeben hat. Und niemand kann so etwas wie diesen Koran herbeibringen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen herausgefordert. Und das ist ein Beweis dafür, dass der Koran das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wallahi, dieser Koran ist nur das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat die Menschen und die Jinn allesamt herausgefordert. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr denkt, dass ihr so etwas Gleiches hervorbringen könnt wie diesen Koran, dann macht es und versammelt euch ruhig. Versammelt euch, ihr Menschen und die Jinn, damit ihr vielleicht einander helfen können, so ein Buch zu bringen. Und sie haben es nicht geschafft. Seit über 1400 Jahren hat niemand es geschafft, so ein Buch herbeizubringen wie den Koran. Der Koran ist nicht nur das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Wörter sind voller Bedeutung.
voller Rhetorik, sprachlicher Stil. Jemand, der diesen Koran liest und ihn versteht, der wird einfach nur auf den Boden fallen und sich niederwerfen und sagen, Ya Rab, ich gehöre zu den Muslimen, erbarme dich meiner. Subhanallah, das ist der richtige Islam, liebe Brüder und Schwestern. Der Koran, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen herausgefordert. Seit über 1400 Jahren gab es nicht intelligente Menschen, gab es nicht Dichter, gab es nicht Leute, die das höchste Maß der Sprache erreicht haben. Bis jetzt hat niemand so ein Buch hervorgebracht. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie dann weniger herausgefordert. Er sagte zu den Menschen und Djinn, bringt nicht nur so ein Buch, bringt 10 Surah. 10 Surah, 10 Kapitel aus dem Koran. Sie haben es nicht geschafft. Und zum Schluss hat Allah subhanahu wa ta'ala sie nur mit einer einzigen Sura herausgefordert. Und die kleinste Sura im Koran ist Sura Al-Kawthar. Sura Al-Kawthar hat gerade mal 3 Ayat, liebe Brüder und Schwestern. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie herausgefordert, indem er gesagt hat, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Wenn ihr voller Zweifel seid, dass wir dieses Buch auf unseren Diener herabgesandt haben, dann bringt eine Sura, nur eine Sura, wie diesen Koran. Bringt nur eine Sura wie diesen Koran und bringt eure Zeugen mit. Aber wenn ihr das nicht könnt, und schaut mal, Allah sagt, und ihr werdet es nicht können, weil Allah weiß, was wir können und was wir nicht können. Und ihr werdet es nicht können, dann fürchtet ein Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, die für die Kuffar vorbereitet sind. Allahu Akbar. Das ist die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala an diese Leute. Warum bekämpfen uns die Kuffar? Warum bekämpfen uns die Kuffar? Wegen diesem Buch. Dieses Buch hat eine Wirkung, lieber Bruder und liebe Schwester. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ Die Leute, die Kuffar sind, sagen, hört diesem Koran nicht zu. Und bringt ein paar Worte rein, dass die Leute diesen Koran nicht beachten. Hört diesen Koran nicht zu und bringt ein paar Worte, das heißt, schwatzt ein bisschen, damit die Leute diesen Koran nicht zuhören. Subhanallah. Diese Kuffar, sie wissen, dass der Koran eine Wirkung hat. Zu der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kamen Suren, die eingangs angefangen haben mit Buchstaben Alif, Lam, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ayun, Sad, Ha, Mim. Was bedeuten diese Buchstaben? Die Menschen waren verblüfft. Welches Buch fängt mit diesen Buchstaben an? Welches Buch fängt mit diesen Buchstaben an? Kein anderes Buch außer dem Koran. Und deswegen hatten die Menschen diesem Buch eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Und sie wollten hören, was gibt dieses Buch her? Aber subhanallah, viele haben dann die Menschen davon abgehalten, dass sie diesen Koran zuhören. Aber alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah macht nicht jeden taub, nur die, die er taub machen möchte. Und diese Leute sind sowieso die Verlierer. Ist dieses Buch wirklich so gewaltig? Hört, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Wenn dieser Koran auf diesen Berg herabgesandt worden wäre, dann würdest du diesen Berg demütig sehen und du würdest ihn sich voller Demut vor Allah subhanahu wa ta'ala, vor der Furcht von Allah subhanahu wa ta'ala in Stücke zerbrechen. Subhanallah. Was bewirkt der Koran bei uns? Wir sind nicht der Wer. Aber was ist bei uns? Was spielt sich bei uns im Herzen ab, wenn wir diesen Koran hören? Fühlt unser Herz überhaupt noch etwas? Es gibt Gründe. Es gibt Gründe, liebe Brüder und Schwestern, warum wir den Koran nicht so verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Warum studieren sie nicht den Koran? Sind etwa auf ihre Herzen Schlösser? Ja, auf unsere Herzen sind Schlösser. Das heißt, unsere Herzen sind verschlossen. Wir empfangen die Worte nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Sie gehen lediglich durch unsere Ohren, aber sie kommen nicht in unser Herz rein. Und wir praktizieren sie schon gar nicht. Deswegen, uns bewirken diese
Androhungen von Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Diese Ermahnung von Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Warum? Weil auf unseren Herzen Schlösser gelegt sind. Aber warum hat Allah subhanahu wa ta'ala auf unsere Herzen Schlösser gelegt? Sind wir schlechte Menschen? Wir sind Menschen, die voller Sünden sind. Und weil wir sündigen und sündigen und sündigen und wir die Sünde lieben und die Sünde uns liebt, hat Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen verschlossen. Allahu Akbar. Das heißt, du wirst nicht mehr das Gute empfangen. Du wirst nicht mehr empfangen, was die Ermahnung von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Denn nur derjenige, der sich ermahnen lässt, wird derjenige sein, der einsichtig wird und den geraden Weg dann in der Religion geht. Alle anderen werden nicht Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen. Und dann haben wir noch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, dass wir das auch genau verstehen. Uthman ibn Affan radiallahu anh, er sagt, Wallahi, lau tahurat qulubuna ma shabi'na min kalami rabbina. Wenn unsere Herzen rein gewesen wären, würden wir niemals genug bekommen von den Worten Allahs. Der einzige Grund, lieber Diener und liebe Dienerin, dass du satt hast die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass dein Herz nicht rein ist. Hört, was Osman gesagt hat. Er sagte, wenn unsere Herzen rein wären, sind unsere Herzen rein, du würdest nicht genug kriegen von den Worten von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber weil unsere Herzen es nicht sind, subhanallah, hören wir lieber Musik als die Worte von Allah. Allah, der uns erschaffen hat. Allah, der uns alles gegeben hat. Allah, der uns belohnen oder bestrafen kann. Wir möchten seine Worte nicht hören. Aber stattdessen hört man diese Musik von diesem Kaput Didi und von diesem 100 Cent und von diesen allen Leuten, die keinen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. 50 Cent, wallahi, das ist noch zu viel für dich. Das ist noch zu viel für dich. Nein. Bei Allah subhanahu wa ta'ala sind die am geehrtesten, die Menschen zum Guten rufen und nicht diese Verbrecher, die diese Leute in die Hölle einladen. Schaut, über was sie singen. Sie singen über Drogen, über Frauen, sie singen über Macht und Geld, wie man mit schlechten Mitteln daran kommt. Ist das das, was Allah liebt? Sie singen über Alkohol, über Partys mit Frauen. Subhanallah, wie kannst du diese Lieder als gläubiges Herz hören, wenn du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala all diese Dinge hast? Das ist keine Leichtigkeit. Allah sagt zu dir, der dich erschaffen hat und der dir eine Chance geben will, dass du zum Guten kehrst. Allah sagt zu dir, mach das Gute. Und du sagst, oh Allah, ich bin zufrieden mit dem Schlechten. Und ich höre das Schlechte und ich sehe das Schlechte und ich tue das Schlechte. Ist mir egal, ob dir das gefällt oder nicht. Möchtest du von diesem Herrn belohnt werden? Wallahi, von ihm wirst du keine Belohnung bekommen, wenn er dieses nicht möchte. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, dieser Koran ist ein gewaltiges Buch, mit dem wir uns auseinandersetzen sollen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns auch im Koran, dass dieses Buch die reine Wahrheit ist. Wallahi, dieses Buch ist die reine Wahrheit und es gibt keinen Zweifel darüber, dass dieses Buch die Wahrheit ist. Wäre der Koran nicht das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala, dann würden wir in dem Koran Fehler finden. Wir würden Mängel finden, Unzulänglichkeiten finden. Aber weil das Wort Allahs ist, wirst du keinen einzigen Fehler finden. Und schaut, wenn die Propheten, die das meiste Wissen hatten über Allah, sich alle auf die Knie niedergeworfen haben, aus Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, was machst du dann, lieber Diener und liebe Dienerin? Zweifelst du an diesem Buch? Zweifelst du an diesem Buch, dass er vielleicht Fehler enthält, wie die Kuffar, die zu uns kommen und uns sagen wollen, dass dieses Buch Fehler enthält? Wallahi, sie haben kein Verständnis für dieses Buch, weil Allah ihnen das Herz nicht aufgemacht hat. Deswegen denken sie, dass dieses Buch Fehler enthält. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Und studieren sie nicht den Koran? Wenn er von jemand anderem als von Allah wäre, dann würden sie darin viel Widersprüche finden. Aber es gibt keinen einzigen Widerspruch. Ein jüdischer Professor, er versucht seit Jahren, einen Widerspruch im Koran zu finden. Schaut mal, subhanallah, mit seinem Teufelsherz hat das bis jetzt noch nicht geschafft. Und Allah wird ihm nicht die Möglichkeit geben, dieses zu tun. Das ist das Buch von Allah, subhanahu wa ta'ala. Und wenn jemand behauptet, dass er Widersprüche in diesem Buch findet, dann nur deswegen, weil er dieses Buch nicht verstanden hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. Die Falschheit kann von vorne nicht zu ihm gelangen, zu dem Koran. Und auch nicht von hinten. Er ist ein Buch herabgesandt von jemandem, der allweise ist
und der des Lobes würdig ist. Das ist der Koran, Al-Karim. Sei stolz, lieber Bruder und liebe Schwester, dass du diesen Koran ehren darfst. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns versprochen, was er keinem anderen vor uns versprochen hat, dass er diesen Koran beschützen und bewahren wird. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidun. Wir werden diesen Koran bewahren. Koran und auch die Sunna, weil die Sunna erklärt den Koran. Die Sunna vom Propheten Muhammad s.a.w. erklärt den Koran. Wir werden diesen Koran und die Sunna bewahren. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst zur Aufgabe gemacht. Niemand anderes hat diese Aufgabe bekommen als Allah subhanahu wa ta'ala. Kein Buch ist so oft auswendig gelernt worden wie der Koran. Wenn du durch die gesamte Welt guckst, du schaust nach Asien, du schaust nach Afrika, du schaust nach Europa, du schaust nach Amerika, überall findest du Millionen von Menschen und manche sind so klein, die nicht mal an dein Knie anragen. Sie alle haben den Koran auswendig. Subhanallah. Nenn mir ein einziges Buch, das so oft auswendig gelernt wurde, wie der Koran. Wallahi, billahi, tallahi, wenn du alle Bücher auf dieser Welt nehmen würdest und sie vernichten würdest, der Koran wäre das einzige Buch, was in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt werden könnte. Kein anderes Buch. Schaut mal, ihr habt Schriftsteller, die können ihr eigenes Buch nicht auswendig, obwohl sie so viel Zeit darin investiert haben. Aber Allah hat diesen Menschen die Gnade gegeben, sein Buch auswendig zu lernen. Sie sollen uns ein Beispiel zeigen, wer das Neue Testament auswendig hat. Wir werden ihnen ein Bonbon oder einen Lutscher schenken. Es gibt niemanden. Es gibt niemanden, der dieses Neue Testament auswendig hat. Allah subhanahu wa ta'ala, er macht die Menschen zu einem Mittel, damit sie die Religion Allahs bewahren. Subhanallah. Und stell dir vor, wenn Allah dich zu einem Mittel macht, dass du den Koran auswendig kannst, dass du die Religion Allahs bewahrst, Allahu Akbar, wie wird der Ajid darin sein? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesen Leuten machen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa l'aqibatu lil muttaqeen. Wa la adwana illa ala al-zalimeen. Wa ashadu an la ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abiduhu wa rasuluh. Eine Frage stellt sich, hat bestimmt jeder von euch. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Koran geschützt und die vorigen Offenbarungsbücher wie die Tora und den Injil, die Bibel nicht? Warum? Die Antwort ist leicht, liebe Brüder und Schwestern. Weil die vorigen Bücher wurden von bestimmten Gesandten zu einem bestimmten Volk gesandt von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah hat diese Gesandten zu einem bestimmten Volk gebracht. Aber Allah wusste doch, es kommen neue Gesandten und deswegen war es nicht von Notwendigkeit, dass dieses Buch erhalten bleibt. Aber kommt nach Muhammad sallallahu alaihi wa sallam noch jemand? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Wir haben dich doch als frohen Bote, einer, der die frohe Botschaft überbringt, und als Warner zu der gesamten Menschheit geschickt. Nicht nur zu einem Volk, zu der gesamten Menschheit geschickt. Auch die Djinn. Auch die Djinn unter ihnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, aber die meisten Menschen verstehen nicht. Sie verstehen nicht, dass dieser Koran das letzte Buch ist. Sie müssen doch Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen, weil er zu allen Menschen kam. Wenn sogar die Djinn ihm folgen, dann welche bedauerliche Weise, welche Stellung diese Kuffar bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und noch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist für uns. Wann wurde der Koran herabgesagt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Im Monat Ramadan, im heiligen Monat Ramadan, ein Monat, in dem wir uns auch gerade befinden, in diesem Monat hat Allah subhanahu wa ta'ala den Koran herabgesandt. Aber an welchem Tag in diesem Monat? In einer gesegneten Nacht. إِنَّ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. Wir haben ihn in einer gesegneten Nacht herabgesandt. Das ist die Nacht der Bestimmung. In dieser Nacht hat Allah subhanahu wa ta'ala das heilige Buch auf Muhammad sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt. Ibn Abbas radiallahu an sagt, dass dieses Buch von Al-Lawh al-Mahfuz, das ist die wohlbewahrte Tafel, in dieser Nacht von Ramadan zu dem ersten Himmel von Sama' al-Dunya, das ist der erste Himmel, gesetzt wurde und von dort an
ging die Offenbarung los innerhalb von 23 Jahren an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich möchte abschließen mit ein paar Vorzüge, die wir bi'idhnillah ta'ala verinnerlichen sollten, was es bedeutet, sich mit dem Koran zu beschäftigen. Wallahi, derjenige, der den Koran liest, und vor allen Dingen wir, schaut, wir leben in einem Land, wo die Falschheit uns als Lüge verkauft wird. Die Gesellschaften sind verdorben. Alkohol herrscht hier, Zina herrscht hier, Betrug herrscht hier. Und wenn du dieses nicht tust, dann bist du der Böse. Subhanallah. Schaut mal, wie sich das Falsche durchgesetzt hat. Geh und sag deinen jugendlichen Freunden, nein, ich kann nicht mit dir in die Disco. Der sagt dir, was, bist du verrückt? Schaut mal, wer wen die Frage stellt. Eine bekleidete Frau sieht eine nackte Frau. Die nackte Frau sagt zu der bekleideten Frau, schämst du dich nicht so rumzulaufen? Allahu Akbar, wer ist berechtigt, diese Frage zu stellen? Die nackte Frau oder die angezogene Frau? Wir sind in einer Gesellschaft, wo die Falschheit sich durchgesetzt hat. Und wenn du dich nicht mit dem Koran beschäftigst, dann wird diese Falschheit immer mehr in dein Herzen durchdringen und vielleicht Überhand gewinnen. Und Wallahi, wir hatten Leute, die waren in den ersten Monaten in den Moscheen, aber diese schlechten Dinge, die sie immer draußen gesehen haben, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, haben sich in ihr Herz festgesetzt. Und dann dachten sie, das Falsche ist das Wahre. Warum? Weil sie das Falsche gesehen haben. Und das Wahre ist nur bei einigen wenigen Menschen zu sehen. Und wenn du den meisten aller Menschen folgen würdest, sie würden dich vom Gedenken Allahs abbringen. Wallahi, es sind nur wenige, die glauben. Es sind nur wenige, die glauben. Deswegen lass dich nicht von der Zahl beeindrucken. Manche Leute gehen nach Zahlen. Nein, es gibt 6 Milliarden Menschen. 4,5 Milliarden sind davon Kuffar. Willst du ihnen folgen, weil sie mehr sind als die Gläubigen? Wer wird so denken, liebe Brüder und Schwestern? Deswegen, für uns ist wichtig, dass wir uns mit diesem Koran beschäftigen, damit wir immer auf dem Weg der Geradlinigkeit, Siratul Mustaqim, bleiben. Nicht nach links und nicht nach rechts gehen, sondern nur das Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala erreichen wollen. Was bekomme ich von Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala? Wir sind ja Händler. Was bekomme ich von Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ich im Buch Allahs lese? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt uns in einer authentischen Überlieferung, er sagt uns, derjenige, der einen Buchstaben im Kitab, im Koran liest, er wird 10 Hasanat bekommen. Subhanallah. Und er sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich sage nicht, Alif Lam Mim ist ein Buchstabe. Nein, Alif ist ein Buchstabe, Lam ist ein Buchstabe und Mim ist ein Buchstabe. Das heißt, für Alif Lam Mim, dass du das nur rezitierst, kriegst du 30 Hasanat. Sagst du Bismillahirrahmanirrahim, du hast noch nicht mal angefangen, den Koran zu rezitieren, Allah hat dir 190 Hasanat von den Engeln schreiben lassen. Subhanallah. Und noch eine Sache. Es gibt Brüder hier, die können kein Arabisch lesen, also fällt es ihnen noch schwerer, den Koran zu lesen. Sei glücklich, lieber Bruder und liebe Schwester. Wallahi, du kriegst die doppelte Anzahl von diesen Hasanat. Laka ajran, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Du kriegst 2 Löhne. Warum? Weil du es mit viel Mühsal rezitierst. Und auch sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es wird zu demjenigen, der der Freund, das heißt derjenige, der sich mit dem Koran beschäftigt hat, zu ihm wird gesagt, am Tage der Auferstehung, Iqra, wartaqi, warattil, kama kunta turattil fid dunya. Rezitiere, steige auf, wo? Im Paradies. Steige auf im Paradies. Das heißt, mit jeder Ayah, die du rezitierst, lieber Bruder und liebe Schwester, wird Allah subhanahu wa ta'ala dich eine Rangstufe im Paradies erhöhen. Qul huwallahu ahad, eine Rangstufe hoch. Allahu samad, eine Rangstufe hoch. Und was lässt dich wissen, wie die Rangstufen im Paradies sind? Wallahi, nicht alle Paradiesbewohner sind gleich. Es gibt Menschen im Paradies, sie kriegen mehr Genüsse als andere Menschen. Manche kriegen jeden Tag eine Hurul Ain und manche müssen sich mit 2 abgeben. Das ist der Fadl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, für uns sollte es wichtig sein, dass wir dieses Buch immer mit Geduld lesen und mit Barmherzigkeit lesen und versuchen, dieses Buch, wenn wir es gelernt haben, anderen beizubringen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, khayrikum, khayrikum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Die Besten von euch, schaut mal, die Besten von euch, willst du nicht zu den Besten gehören? Warum willst du immer zu den Schlechtesten gehören? Es reicht mir in der Schule eine 4-. Das ganze Leben wolltest du immer nur der Schlechte sein. In der Schule 4-, auf der Ausbildung gerade mal so bestehen, in der Ehe gerade mal so bestehen und gerade mal so versuchen ins Paradies. Nein,
versucht dich anzustrengen, dass du zu den Besten gehörst. Khairikum, die Besten unter euch sind diejenigen, die das Buch Allahs lernen und auch lehren. Das sind die Allerbesten von ihnen. Möge Allah Azza wa Jal uns unter ihnen machen. Allahumma ja'alna min ashab al-Quran. Allahumma ja'alna min ashab al-Quran. O Allah, mache uns zu den Leuten des Quran. Alladhina ya'maluna bih, diejenigen, die an diesem Quran nicht nur ihn studieren, sondern ihn auch praktizieren. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.